Weibliche Fliegen von bestimmten Arten legen ihre Eier in Obst und Gemüse ab. Die Larven schlüpfen und die Früchte sind vernichtet. Das ist nicht nur ekelig, sondern bedeutet weltweit Millionenverluste für die Landwirte. Jetzt kommt eine Kampfansage aus der Uni Gießen mit einem bewährten Verfahren. Hunderttausende sterile männliche Fliegen werden über schädlingsbefallenen Plantagen ausgesetzt. Die sterilen Männchen paaren sich dann mit wildlebenden weiblichen Fliegen. Aus den Eiern schlüpfen aber keine Larven. Die Fäden für das neue EU-Projekt REACT laufen an der Uni Gießen zusammen. Wir möchten diese Art der Bekämpfung, die überaus biologisch ist, auf die Spezies übertragen, diese orientalische Fruchtfliege und die Pfirsichfruchtfliege, um das eben dort auch möglich zu machen. Das Team rund um Marc Schetelig verändert hier schon seit Jahren die Gene von Mittelmeerfruchtfliegen. Dadurch bleiben die Puppen der männlichen Fliegen natürlich braun und die der Weibchen werden weiß. So sind Männlein und Weiblein voneinander zu trennen und das ist die Basis für den Kampf. Es werden ja nur männliche Fliegen über den Obstplantagen freigelassen. Nur wie verlassen diese gezüchteten Tiere eigentlich das Labor? Die Reise funktioniert ganz einfach mit der Post in einem gesicherten Paket. Wir verschicken sowas immer als Puppen. Das ist am einfachsten, da bewegt sich auch nichts. Hier sehen Sie ja, das bewegt sich hier und die brauchen auch Sauerstoff, Luft und Platz. Deswegen als Puppen sind die sehr einfach zu verschiffen. Wenn die Puppen in Kartons gepackt sind, dann werden sie in riesige Fliegenvermehrungsanlagen nach Valencia, Mauritius oder wie hier nach Guatemala verschickt. Hier werden bis zu 4 Milliarden Tiere pro Woche gezüchtet. Das sind 20.000 Kilo Fliegen. Die männlichen Tiere werden alle als Puppen sterilisiert. Die Sterilisierung kann man auf verschiedenen Wege machen. Wir streben die Sterilisierung durch Strahlung an, die ist seit 70 Jahren durch die Internationale Atomenergiebehörde auch getestet und erprobt. Und so werden wir das auch in der orientalischen Fruchtpflege und der Pfirsichfruchtpflege machen. Die sterilen Männchen werden dann in Eisenkartuschen verpackt, werden mit kleinen umgebauten Flugzeugen über die Plantagen geflogen und dann freigelassen. Bis eine Fliegenplage verschwindet, kann es allerdings Monate oder auch Jahre dauern. Professor Schetelig und seine internationale Taskforce REACT haben für ein neues Vorhaben 4 Jahre Zeit. Hoffentlich etablieren sich die orientalische Fliege und die Pfirsichfruchtfliege nicht in der Zwischenzeit in Europa. Denn noch sind sie auf unserem Kontinent nicht heimisch.